to emerge victorious. As soon as he's able to seize opportunity, front row wide, STO hinterher, one STO. The other participant, and then coming in to reap the benefits. Okay. The warning STO. Alles klar. Und schöner DDT. Okay, beide gehen raus. The Rock holt sich einen Stuhl. Schmeißt ihn aber wieder hin. Okay, Edge hat sich ein Baseballschläger geholt. Hat ihn auf den anderen geworfen. Kommt jetzt ja mal die Treppe ab. Bray Wyatt schnappt sich den Stuhl. Und schlägt auf den Rücken von Rock. Und wartet jetzt auf Edge, währenddessen er nochmal den Rock zum Boden schlägt. Schlägt dann auf den Hinterkopf. Bray Wyatt. Ach, das ist sehr dominant. Oh nein, sie klemmt ja den Fuß ein. Well, King, if you're referencing with your own rock-inspired pay-per-view moments like you did before, hallo. Then I'm going to one's Unforgiven. Dritter. That was when the great one beat Booker T. Edge to retain the WCW Championship. Conditioning is so important in this business and can separate champions from contenders. Bray Wyatt is a master psychologist with unbelievable endurance. Now it's one H slam. King the Walk. Face of fear. Und Electric Chair auf! Oh, Alter! Hatte Glück, dass es in Facebuster der Electric Chair geht. Also hat Bray Wyatt Glück. Ist was auf die Treppe gegangen? Bray Wyatt will Edge aufheben, aber Edge kommt. Okay, mit dem Schulterblock und Bray Wyatt haut ihn plötzlich raus. Rock konnte den Schlag von Wyatt. Wyatt mit dem schönen Armbreak. Rock kontert wieder den Chinbreaker. Und das fährt hin. Edge ist wieder im Ring mit dem Stuhl. Und der schlägt auf Bray Wyatt drauf. The Rock drauf tritt. Ah! Oh, und The Rock wieder den Stuhl im Hinterkopf. Diesmal aber von Edge. Hä? Und The Rock gewinnt einfach. The Rock bleibt einfach nach dem Stuhlschlag liegen. Und Edge gewinnt damit dieses Match. Was läuft dort falsch? Sollen wir einen Rückmatch machen? Kennen Sie einen Rückmatch machen? Ja, dann. Okay, nein, ja. Fuck.